Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Medieval Dynasty. Das ist meine Frau. Halsspeer, wo ist denn der Typ? Ach, da unten. Habe ich keinen dabei? Ach, muss ein Fehler in der Matrix sein. Welcher Tag ist denn eigentlich? Ach, Tag 1 vom Sommer. Ah, da habe ich also aufgehört. Dann gucken wir erstmal, dass wir die ganzen Quests abliefern. Der Honecker. Oh Gott, sind das viele diesmal. Irgendwann hat er unsere ganzen Tiere ermordet hier. Ah, das ist doch schon wesentlich besser. Holzstamm. Wollte ich damit irgendwas machen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe doch noch einen Holzspeer. Ich weiß nicht mehr, was ich damit gemacht habe. Mit dem Zeug hier. Trinktrank. Wird schon irgendeinen Grund haben. Oder wollte ich die einfach nur verkaufen? Kann auch sein. Oh, Bären. Om nom 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 nom. Hello there. Have a good day. Ich hab doch einen Holzspeer, warum darf ich... Ah, hier. Geht doch. Werfen wir trotzdem mal unsere Curve-Bogen. Ich muss auf jeden Fall gucken, ich brauche mehr Abbauskills. So, genau. Und ja, mehr Abbauskills. Ende. Oh, toll! Steht mir bloß nicht zu wenig im Weg rum. Gehen wir zuerst nach Hornika. Und ich muss irgendwann auch noch eigentlich in Richtung, wie soll ich sagen, Jagdgebiet entdeckt. Moment, das ist neu, oder? Diese Anzeigen sind neu. Ja, ja, ist ja gut. Bleibt das jetzt irgendwie, kann ich das irgendwie... Keine Ahnung. Moment, gibt es eigentlich einen neuen Herald? Ah! Das ist cool. Vielleicht soll ich einfach mal die Fallen wieder machen. Landwirtschaft, Jagd, Gewinnung, Häuser. Schauen wir mal nur auf Quests. Oh, Falke. Davon habe ich gelesen, es soll jetzt Gänse, Falken und sowas noch geben. Ich habe aber die Errungenschaft schon, dass ich alle Tiere gejagt habe, die es gibt. Die sind auf jeden Fall neu dazugekommen. Vielleicht soll ich irgendwann mal einen erschießen. Ich dachte, es sind nur Tiergeräusche dazugekommen, aber das kam jetzt mit dem letzten Update. Ich habe gedacht, ja, ja, schön. Ich überlege gerade, ob ich einfach mal kurz einen Seeadler. Okay. Hm. Ich bin noch gar nicht am See. Ich nehme jetzt mal ein bisschen was mit. Ich brauche halt die Gewinnungstechnologie auch. Sonst komme ich halt nicht weiter.
Ah ja, draußen ist Holzfäller, ist richtig. Vielleicht soll ich doch irgendwann mal eine bessere Spitzhacke nehmen. Andererseits, wen interessiert das schon? Ah, aber ich habe dann... Kaninchen gibt es jetzt extra als Jagdgebiet. Oder zählt das einfach als Hase? Die sind doch überall, die Viecher. Aber es ist echt praktisch für Jagdquests. Finde ich gut, dass ihr es eingebaut habt. Das Spiel macht sich echt. Ich meine, das ist jetzt schon ein... Es war schon, als es rausgekommen ist, ein ziemlich cooles Spiel. Aber sie verbessern es halt wirklich. Da können sich so viele andere Spieler, Early Access Spieler, was meine Scheibe von abschneiden. Mich würde echt mal interessieren, was für ein Team dahinter steckt. Muss ich vielleicht mal schauen. Irgendwann. Ob das ein größeres Team ist, ob das ein kleineres Team ist. Aber es läuft. Ich finde das halt auch mega wichtig, dass man guckt, dass einem nicht alles egal ist. Das finde ich ja heutzutage so schrecklich mitunter. Dass einige Entwickler irgendwie auf ihre Fans scheißen, habe ich das Gefühl. Ja, Stein ist gut, aber Kalkstein ist auch wichtig. Und Wissen. Mein Wissen muss halt auch besser werden. Sobald ich dann die ersten Minen richtig habe, werde ich höchstwahrscheinlich da ein paar Folgen mit drin verbringen müssen. Aber wie gesagt, ich möchte das Spiel so durchspielen, wie es eigentlich ist. Mit ganz normaler Erfahrung. Ohne jetzt zu sagen, hey, ich drehe einfach meine Technologiepunkte um 1000% hoch. Ne, 1000% ist das Maximum gewesen. Tauben? Oh, gibt's Tauben? Warte mal, muss ich mal gucken. Nee, schade, keine Taubenstelle. Hier gibt's auch nichts Neues. Gibt's hier was Neues? Nein, wie weit bin ich denn hier? Da bin ich fast durch. Da bin ich ja... Ach, die Minen habe ich ja bald. Die Windmühle hätte ich ja auch gerne. Ich überlege auch, ob ich noch... Irgendwas war, da kommt wahrscheinlich auch nichts mehr dazu. Dienstleistung bleibt so. Lager gibt's auch nicht mehr. Uiuiui. Ach, das sind die Holzspeere. Ah ja. Wo kommt denn das her? Ja, egal. Pferdchen kann noch ein bisschen was tragen. Genug abgebaut. Ich werde dann auf jeden Fall die... Oh, hoffentlich muss ich da nicht Falken und so... Obwohl, wahrscheinlich muss ich schon irgendwann Falken und sowas jagen. Könnte ich wetten. Mir und meiner Frau ist vor etlichen Monaten aufgefallen... Oh nein! Mir und meiner Frau ist vor etlichen Monaten aufgefallen, dass... Milane wieder vorkommen in der Welt. Häufiger. Nehme ich auch. Weil die Viecher waren wirklich fast... Die gab es bald nicht mehr. Die waren zwischendrin mal fast ausgestorben, glaube ich, für uns. Also in Deutschland hatte ich das Gefühl. Weil du die fast gar nicht mehr gesehen hast, aber die Population hat sich in den letzten Jahren anscheinend wirklich erholt. Und wir waren letzte Woche im Harz. Da waren sehr viele sogar. Das hätte ich gar nicht gedacht. Okay. Plünderparty. Mann, räumt doch hier mal auf. Grausam. Hä? Achso. Doch dann stellte sich raus, dass das irgendwie jetzt den Bauern gehört hat. Aber das glaube ich fast nicht.
Oh. Findet man immer gute Sachen bei diesen Dingern. Die Lager sind so eine Goldgrube. Na, eigentlich könnte ich hier noch mal kurz sammeln. Wie spät haben wir es? Ja, alles gut. Kriegst halt Geld ohne Ende raus. Oder wenn du Gesetzlose tötest. Als Kopfgeldjäger, wenn du genug Gesetzlose findest, dann lebst du ja auch nicht schlecht. Brauchst du irgendwo ein kleines Haus? Mehr brauchst du ja nicht. Okay, wenn du eine Frau haben willst, brauchst du noch ein Lebensmittellager, aber das macht ja auch nichts. Brauchst du halt ein kleines Lebensmittellager und baust ein Materiallager, brauchst du ja nicht mal. Weil kannst auch zur Not ins Lebensmittellager schmeißen. Aber sämtliche Lebensmittel, einfach alles da rein. Im Grunde brauchst du bloß zwei Gebäude und kannst ja auch einen Erben haben. Dann machst du halt einen auf Kopfgeldjäger. Warum nicht? Obwohl, du bräuchtest einen Garten irgendwann. Einen Garten und vielleicht noch einen Stall, dass du ein Pferd hast. Deine Frau kann ja in dem Pferdestall arbeiten, ist ja vollkommen wurscht. Ich will diese Minen haben. Am besten auch in dieser Aufnahme. Deshalb muss ich Steine klopfen. Ihr habt doch Verständnis dafür, oder? Hacken, hacken, hacken. Was ja auch hier noch irgendwas sein muss. Das war die kaputte, die ich gefunden habe, aber das passt auch. Ja, ja, alles gut. Ich hacke nur noch ein bisschen. Ich will... Ja, ist ja gut. Ich will noch mehr in deinen Rucksack packen. Du freust dich doch bestimmt, dass du hier das ganze Zeug tragen darfst. Ist ganz viel wert hier, das ganze Brennholz. Ich kann es einfach nicht liegen lassen. Da komme ich nicht drauf. Komme ich irgendwie nicht drauf klar, das liegen zu lassen. Keine Ahnung, warum. Die Fackeln könnt ihr ja auch größtenteils verkaufen. Ist zu viel, oder? Oh ja, das ist ein bisschen zu viel. Ich bin ein wenig überladen. Ah, okay. Halt. Was? Nix drin? Schweinerei! Jetzt wollte ich gerade einen jagen. Halt, da liegt was. Ja, ja, ist ja gut. Wir werden erstmal aufhören, jetzt aufzuladen. Aber ich kann ja jetzt hier erstmal was verkaufen oder den einen oder anderen Herrn. Erstmal verkaufe ich was. Hier kann ich also Tauben jagen. Wo ist denn der Händler hier? Na, egal. Bist du der hier? Na, du bist einer. 75, wow. Hier, Bärenwein. Geht nichts über. Bärenmarke. Eisenhammer, wo steht denn der? Keine Ahnung. Da. Kalkstein werde ich gern behalten. Und die
die Stöcke her? Ich habe keine Ahnung. Ich bin immer noch ziemlich voll. Na egal. Lebe wohl, Ebenezer. Ja, ich habe auch sehr viel gesammelt. Nein. Hallo, Traveler. Ja, ich würde das helfen. Habe ich schon alles? How can I help you, sir? Goodbye, sir. Eine Steinaxt. Muss ich aber eigentlich machen können. Ja, perfekt, habe alles dabei. Oh. Greetings, Stranger. Ja, natürlich. Wäre Fleisch. Okay. Fleisch sollte aber auch kein Problem sein. Bin ja ein geübter Jäger. Krähe. Mal sehen, was die Krähe so bringt. Wahrscheinlich wird die nicht der Bringer sein, was Fleisch angeht. Oh, okay. Was bist du? Eine Taube bist du nicht. Gott, die haut's ja richtig weg. Ach, das war auch eine Krähe. Jagderfahrung. Da steht ein Flügel. Ich habe als Kind, oh Gott, ist die, öfters mal Tiere jetzt nicht mit Pfeilen gesehen, aber verletzte Tiere quasi aufgepäppelt mit. Und verletzte Flügel sind echt was Widerliches für Vögel, die aufs. Für Vögel. Ist wirklich was echt Ekelhaftes für sie. Es dauert auch ewig, bis die Flügel heilen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Platz habe für Leute. Du bist schlecht. Handel. Wartet mal. Verwaltung. Habe ich noch ein leeres Haus? Ja, habe ich. How can I help you? Hast du erwischt, einen recht guten Ruf zu erarbeiten? Mach weiter so, ich denke. Vielleicht über deinen Vorschlag nach Reputation. Was? 10.000. Und wie viel habe ich denn? Deswegen mache ich die Nebenquests. Wo habe ich? Oh nein, ja, ich habe zu viel verloren durch die ein oder andere Errungenschaft, die ich wollte. Ja, jetzt brauche ich halt 10.000 Ansehen, damit ich Leute kriege. Und der Grundgedanke vom Spiel war eigentlich, dass man ab einem gewissen Punkt nicht mehr so weiterkommt. Und dann die Leute halt auf natürlichen Wege in sein Dorf kriegt. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt so schnell passiert, dass ich an diesen Punkt komme. Ich habe gedacht, naja, das läuft ja. Oh, das ist schön mit den Tannen hier. Auf und davon. Bin doch fast da, oder? Oh Gott, das ist immer so weit weg. Ich bin froh, dass ich die Quest direkt erledigen konnte. Ja, Pferdchen, alles gut. Kein Mensch würde so querfeld einreiten, wenn es einen Weg gibt. Weil auf dem Weg kommst du einfach schneller vorwärts. Und gefühlt gerade wirklich. Okay, vielleicht soll ich doch auf dem Weg bleiben. Die haben das Gebiet hier höchstwahrscheinlich alles händisch gebaut. Aber ich muss sagen, es ist gut, es ist nicht alles so extrem weit weg. Man erreicht zwar mit dem Pferd, erreichst du es doch recht schnell. Das finde ich halt echt gut.
So, hier hat irgendwer eine Quest für mich. Du? How are you? Kann ich mal das helfen? Natürlich. Nächtliche Jagd, ja, okay. Nicht mein Liebling, aber ich mach's. Kalkstein läuft aber. Okay, da kann ich auch kurz nach Hause gehen, weil Branika komme ich auch. Andershin, dann kann ich die ganzen Steine mal abladen. Und da ich jetzt die ganzen Jagdgebiete einsehen kann, dann werde ich am Freitag mal jemanden anschreiben müssen, aber Problem ist, Freitag ist Tanzen. Das heißt, ich werde ihm erst zu später davon berichten können. Aber das mit Jagdgebieten gefällt mir. Ich habe mir das nämlich bisher immer gemerkt. Und das Gute ist, Ente. Hä, hier gibt. Ja, Enten macht Sinn, dass es die am Fluss gibt. Aber. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Nur Müll? Ne, das sind Fackeln. Ich trinke jetzt erstmal was. Fladenbrot kann ich später noch essen. Rot? Achso, Rotauge ist ein Fisch. Ich wollte gerade sagen, was ist denn ein Rotauge? Aber es ist ja ein Fisch. Obwohl ich mich bei Fischen überhaupt nicht auskenne. Ich kenne zwar so ein paar markante, sowas wie den Stichling, Barsch, Wels. Aber dann hört es auch schon auf. Und ich glaube, dieser Fischerhütte, die werde ich nochmal umplatzieren. Denn die hat so einen kleinen Steg, mit dem ich vielleicht was machen kann. Ente, 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 Ente. Erstmal packen wir jetzt hier alles rein, was... Okay. Mach ruhig weiter so. Das kann weg. Wo ich den her habe, weiß ich auch nicht. Fackel verkaufen wir später. Fleisch behalten wir mal. Kann eigentlich auch weg. Wie viel Platz habe ich noch? Ein bisschen noch. Hier 20 Kilo. 3 Kilo. Noch mehr Kilo. 26 Steine. Oh, die wollte ich eigentlich auch verkaufen. Ach, egal. Zum Glück kann man die Tiere nicht totreiten aus Versehen. Aber ich kann hier dann sehr viel verputzen mit dem ganzen Kalkstein. Und sobald ich eine Mine habe, okay, gehen wir erstmal nach Rolnica oder erstmal Branica? Oh, jetzt so eine leckere Knusperente. Entenfleisch finde ich ist irgendwie was Besonderes. Was mich bisher schon sehr, eigentlich sehr wundert, ich habe noch nicht Tauben im. Irgendwie im Laden gesehen. Wahrscheinlich, weil die meisten damit assoziieren. Ekliger, dreckiger Vogel. Der in der Stadt, den würde ich jetzt auch nicht unbedingt essen, wenn es geht. Aber ansonsten... Da hat man gerade übrigens schön gesehen, wie 4 Stöcke übereinander gespawnt sind. Absolut gleiches Aussehen. Uah! Vorsicht, Radioactive Man! Wie lang folgen die? Oh, sehr lang. Oh.
Ein Speer. Okay, da sollte ich vielleicht mal einen Trank nehmen. In die Fresse. Oh Gott, sind die stark. Kann ich blocken? Oh, man kann blocken. Schwer ist halt eine Langwaffe. Das ist eine Tätowierung und kein richtiger Block. Warum haben die alle Zwiebeln dabei? Oh, die Münzen sind sehr willkommen. Doch der Käse. Okay, irgendwo hier waren die. War da noch ein Bogenschütze dabei? Oh ja, war's. Gibt's dafür Jagdskills? So viel tolle Sachen kriegt man daraus. Ich könnte behalten. Finden halt so viel Kram immer. Nehme ich auch mit. Ach komm, ich glaube ich alles. Sogar drei Quests hier. Müssen wir erstmal schauen. Vielleicht kann ich irgendeine von den Quests nachts machen. Hello. Ah, was brauchst du? Natürlich. Neue Felder. Ah, perfekt. Die sagen gar nicht mehr was. Hausrenovierung. Ach hier. Hail, friend. Kann ich was helfen? Bogen los. So, erstmal hier. Die kannst du haben. Kannst du haben. Das verkaufe ich eh sonst auch nur. Brauche ich nicht. Trockenfleisch, weg damit, Wein, die Zwiebeln behalten wir. Goodbye. Bogen los. Ein Recurve-Bogen willst du, klar. Kupferhammer, Bäume fällen, Wolf und Wildschwein. Ist kein Schmied, oder? Nö. Kupferhammer ist so eine Sache. Müsste ich erst gucken, ob ich irgendwo einen kriegen kann. Den müsste ich garantiert kaufen. Als Problem, wenn du selber nicht schmieden kannst. Ich sollte vielleicht eher nach Westen gehen, oder? Ja, vielleicht eher schon nach. Mann! Oh, der Baum gefällt mir auch. Der wird auch gut aussehen irgendwo, einzeln im Dorf. Irgendwo war noch mal ein Jagdgebiet für einen Bären. Hier gab es ja keinen
Beim Jäger könnte ich einen Rekurvbogen kriegen, aber nur vielleicht. Bin mir nicht sicher. Ne, ich glaube, hier gab es keinen, der mir irgendwie. Ne, Schneider. Mann, das klang gerade wie so ein Guppel-Guppel. Ganz ruhig, Pferdchen. Lux. Ich habe schon wieder so viel Essen. Wie spielt was? Weiß nicht, ob die jetzt noch Quests annehmen. Gut, dann trinken wir halt später. Quest! Ich will mehr Leute, ich will viel mehr Leute in meinem Dorf haben. Ansonsten gehe ich mal nach Süden und jag über Nacht. Kann ich über das helfen? Ja, natürlich, aber was? Wölfe töten, okay. Hier muss ich Bäume fällen. Ein Kupferhammer und einen Rekurvbogen. Weiß schon, wo ich die Wölfe finde. Alles finde ich hier unten. Ich muss hier mal kurz zuziehen, weil ich sehe gar nichts mehr, weil die Sonne gerade so ungünstig kommt. Ach, viel, viel besser. Ich muss dazu zwar aufstehen, aber es ist wirklich besser, seit der Computer in diesem Zimmer hier steht. Weil ich erinnere mich an Sea Billions, wie beschissen das war. Wie oft ich das Problem hatte, dass ich halt plötzlich nichts mehr gesehen habe. Ja, von hier aus. Oh, liegt noch ein Holzspeer von mir. Die sollte ich erstmal aufsammeln. Und kann ich jetzt einen Käse essen? Der Käse hält sogar noch länger, dann essen wir erstmal das hier. Ah, hier. Hier ist schon mal nichts. Da ist was Böses.